ihr Lieben, heute machen wir Nuggets mit Jackfruit und Kartoffeln. Ich habe da ein paar Kartoffeln, so 300-400 Gramm gekocht und dann durchgepresst durch die Kartoffelpresse. Dann das, was wir gestern auch von der Jackfrucht ausgelöst haben, habe ich heute auch wieder. Ebenso die Streifen, die werden da jetzt eingemischt. Da werde ich das ein bisschen auseinanderziehen. Die soll ich nämlich so ein bisschen eine Textur hergeben dann im Teig. Falls ihr euch für gestern erinnern könnt, da haben wir ja die Jackfrucht in Frucht, in Außenhülle und in Kerne geteilt. Und das ist eben praktisch die Außenhülle, das Faserige, was ich eben gern für Fleischtextur verwende. Und ich finde eben, dass dann so Nuggets ganz nett werden, einmal als Alternative zu Seitan oder zu Tofu oder so, geht das ganz gut. Na, geh auch wieder. Dann geben wir ein bisschen Haferflocken noch dazu. Dann habe ich da das Asafoetida. Das ist so ein Ayurveda-Gewürz, das verstärkt. Dann habe ich einen scharfen und einen geräucherten Paprika. Und dann ganz wichtig, habe ich da ein veganes Hühnergewürz, Hühnerbrühegewürz, Hühnchengewürz. Da kommt ordentlich rein, so ein Esslöffel. Dann kommt noch flüssiger Rauch hinzu. Ah, ja, schneller noch kaufen. Und dann habe ich noch einen Esslöffel Steakhouse-Soße. Oder ein bisschen mehr. Oder irgendeine Barbecue-Soße, irgend sowas, was halt gern mögt. Sonst könnt ihr auch Ketchup nehmen. Und das wird jetzt einmal vermischt, vermengt. Das Stückchen von dem, die wir noch gerne haben. Und dann müssen wir Edfinger nehmen dazu. Ja, passt dann da. Hallo. So, aus dem machen wir jetzt nämlich so kleine Nuggets. Was ist denn das schon zirkeln? Ja, das habe ich noch nicht gewusst. Okay. Austauschen. Ich habe nämlich da eine Panade aus gerösteten Zwiebeln, Salbei und Semmelbrötchen gemacht. Die Betsy hat Panko-Mehl. Ja. Ja, gerade, ne? Mach dir die Bällchen und du darfst das trainieren. Oder ich zeige jetzt her, wie wir die Bällchen machen und dann darf man es panieren. Da darf man es einfach in Stärke, in einen Backteig und in die Panade. Und dann, wenn wir es frittieren, dann bin ich wieder bei euch. Also ich sehe, so einfach in Nuggetgröße, das kann jeder selber, so wie ihr es kennt von Mäcki, so in die Richtung. Dann werden es einmal kurz in der Stärke gewendet, dann durch den Backteig gezogen und dann in der Panade gewälzt. Ihr könnt da wirklich jede Panade verwenden. Ich habe halt die heute ganz lustig gefunden, aber es passt auch ganz gut, wenn ihr zum Beispiel eine normale Semmelpanade nehmt oder ihr könnt Nüsse nehmen mit Semmelbreckerl oder Müsli, Chips. Da ist alles möglich. Okay, ich mache das jetzt und dann, wenn es zum Frittieren wird, bin ich wieder bei. Ciao, dabei. So, jetzt haben wir alle fertig paniert. Und jetzt tun wir es in die heiße
Fritteuse, also ihr könnt entweder Fritteusen nehmen oder eben wie mir so eine Pfanne mit Öl. Ich finde irgendwie die Pfanne praktischer, weil in der Fritteuse brauchst du doch mehr Öl. Und aus der Pfanne lässt sich das dann irgendwie ganz schön wieder filtern, aufbewahren, dann kann man es nur einmal verwenden. Weil gerade bei veganen Sachen, wo kein Fleisch, kein Fisch, kein Ei dabei ist, kann man das Öl ruhig 2, 3, 4 Mal verwenden, das merkt ihr. Und wenn ihr es filtert, dann sind immer die schwarzen verbrennten Teilchen heraus. Ja, ich will jetzt die fertig frittieren und melde mich dann einfach wieder bei euch, wenn es zum Anrichten ist. Muss ich aber verraten, ich habe vorher schon ein Probestückerl gemacht und es schmeckt echt köstlich. Also auf das könnt ihr euch dann freuen. Bis gleich. So, jetzt sind es fertig, unsere Nuggets. Schauen total verführerisch aus. Riechen herrlich. Ganz leicht ein bisschen noch Jackfrucht, aber das passt schon so. Und und sehr knusprig. Außen knusprig, in den Weib. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Gutes Gelingen und lasst es euch auch schmecken. Und die Panade mit Röstzwiebeln, den habe ich irgendwann einmal geröstet und dann im Glasl aufbewahrt. Salbe und grob geschlagene Worte Semmel. Die macht wirklich einen super, super Crunch aus. Okay, dann wird euch bis zum nächsten Mal. Ciao!